Hallo und herzlich willkommen hier aus den SVG Headquarters mitten in Berlin. Heute haben wir uns vorgenommen, eine Runde Super Mario Maker zu zocken, da wir ja unter anderem auch Level Design an unsere Schule gelehrt bekommen. Und da wollen wir mal gucken, was man damit so basteln kann und da so ein paar Level Design technische Gegebenheiten dann austesten kann. Oder was man so, was wir jetzt schon im Unterricht gelernt haben, auch anwenden kann. Und wer bist du denn? Ich bin Peter, ich bin hier Game Graphics Student und ich assistiere beim Level Design. Das ist schön. Hast du Erfahrung mit weiteren Mario Games in der Vergangenheit? Ja, natürlich. Ich spiele sehr gerne Mario Kart und was weiß ich alles. Habe ich alles gespielt, ja. Alles Gute. Sehr gute Voraussetzung. Okay, dann lass uns mal anfangen mit dem Mario Maker. Willst du spielen? Soll ich spielen? Ja, mach du erstmal. Okay. Und wir wollen erstmal ein Level bauen. So, das Wichtigste ist natürlich, wie wir ja aus dem Unterricht erfahren haben, Level Design oder speziell Design im Allgemeinen ist ja etwas, etwas zielgerichtet. Das heißt, wir müssen ein Ziel haben, was wir in diesem Level erreichen wollen. Was nehmen wir uns denn vor für ein Level? Was wollen wir für ein Level bauen? Oder was für ein Effekt, was für eine Emotion wollen wir dem Spieler auslösen? Was haben wir denn für Möglichkeiten? Also wir haben ja eigentlich alle Gegenstände, die man hier so aus Mario kennt. Also hier die Röhre und dann kann man die so lang ziehen. Das ist schon ziemlich cool. Und dann kann man den Pilz machen und sowas. Wir können ja auch den Koopa in die Röhre stecken, oder? Können wir das? Nein, das können wir nicht. Ich glaube. Steck mal den Goomba in die Röhre rein. Nein, das können wir nicht. Doch, klar. Das können wir tatsächlich. Wieso geht das? Warte, gib mal her. Okay, ja, mach du mal. Du bist anscheinend der Pro. Was passiert denn? Okay. Was? Man kann den. Alter, was ist denn das? Nein! Man kann den noch größer machen. Okay. Na, okay, du kannst ihn nur so groß machen. Jetzt stecken wir den riesigen Goomba in die Röhre. Oh Gott, was bringt denn? Was macht das? Ich weiß es nicht. Ja, Überraschung. Überraschung. Auf jeden Fall. Ah, scheiße. Oh, der quetscht sich raus. Ja, gut. Der fällt in zwei kleine, das ist ja gut. Ach, da kommen unendlich immer wieder welche raus. Ah, okay, das wird dann zu so einem Spender. Welche Levels in Mario fandest du denn immer am geilsten? Ja, Challenge. Irgendwas Schwieriges. Also was Schwieriges? Können wir vielleicht einen möglichst schwierigen Mario-Level machen? Wir können uns ja auch auf die Level-Design-Principles beziehen. Principles, genau. Okay, also ein gutes Level sollte überraschend sein. Das Bildpunkt hatten wir schon. Phantom Navigate, also sollte spaßig sein, sich umherzubewegen. Immer wieder was Neues haben, also immer wieder was Neues. Wir können ja erstmal dann, keine Ahnung, so einen kleinen Goomba aus einer Röhre und dann am Ende kommt so ein riesiger Goomba. Kommt so ein riesiger raus, warte, okay, Moment, das mache ich. Also hier am Anfang haben wir schon eine Röhre, da kommt erstmal einer raus. Genau, warte, wenn das wirklich der Kern unseres Levels ist, also dass Gegner aus Röhren herauskommen, dann finde ich, sollte das auch ganz am Anfang schon zu sehen sein, also wirklich so im ersten Screenshot, wenn man hier startet, dann sollte, ist das auch weg. Weil der Spieler sollte ja im ersten Moment schon wissen, worum es in der Level geht. Vielleicht jetzt mal noch einen davor. Warum denn davor? Na, damit man sieht, dass da halt ein Schatten herumläuft und da kommen noch welche raus und so. Achso, okay. Ja, das ist perfekt. So, und dann später im Level kommen dann immer weitere Gegner raus. Aus den Röhren. Wir müssen das ja variieren, wir müssen dem Spieler immer was Neues bieten. Auch wenn wir ein Kernelement des Levels haben, was jetzt diese Röhren sind, wo Gegner rauskommen, muss ja trotzdem jedes Mal etwas anderes sein. Ja, wenn das andere ein Startup rauskommt, dann lass hier, genau, du hast doch schon den Genau, aber dann haben wir maximal nur drei Gegner, die rauskommen können. Weil und du kannst in der Größe variieren. Und man kann in der Größe variieren, dann mache ich zuerst. Oder in der Anzahl. Also du hast ja mehrere Röhren, du kannst ja zwei Röhren hintereinander. Oh, stimmt. Dann mache ich als erstes lieber eine Röhre, wo also zwei Röhren, wo was rauskommt. So. Erstmal zwei Röhren. Ach so. Ja, also hier kommt einer, ne? Und dann, wir müssen natürlich auch über die Chance geben. Also ich mach mal hier die typischen Fragezeichenblöcke hier hin und so. Mhm. Ja, dass er das umgehen kann, wenn er möchte. Dass er vielleicht dann auch hier eine Option hat da. Genau, dass er über die Dinger rüberspringen kann, anstatt sich den Goombas stellen zu müssen. Genau, weil wie wir gelernt haben, Spieler wollen ja auch Entscheidungen haben können. Also wenn er hier runter geht, dann kann er sich den Pilz holen. Aber wenn er rüber geht, dann kriegt er den Pilz. Genau, warte mal, dann bauen wir das hier unten hin. So ein bisschen näher an die Goombas, dass die Gefahr auch größer ist. Ja. Kann man da von hier aus Oh Gott, das ist ja schon schwer. Oh Scheiße. Man kommt da gar nicht hoch. Warum machst du das? Man kommt da gar nicht hoch.
Gott. Von hier rauf kommt man doch. Nein, du musst ein bisschen mehr Speed. Ja, ich kann mal. Kannst du nicht schnell rennen? Doch, kann ich nicht rennen. Alles gut. So, versuch's. Mann, ich bin so schlecht, ey. Das ist ja auch nicht so. Als wäre das erste Mario-Spiel, was ich hier spiele. So, okay, man kommt hier rauf. Man schafft das. Man kommt hier rauf. Ja, das ist ja für. Aber soll ich sie doch ein bisschen runter machen? Ja, es soll ja nicht mal anfangen. Ja, okay. Es soll ja nicht mal anfangen zu schwer sein. Es muss ja einfach einen Einstieg geben. Ah, das ist einfach zu doof, dass die. Ich dachte, die laufen immer nur nach links raus, aber die laufen jetzt auch nach rechts raus. Die laufen immer in die Richtung raus, wo du bist. Das ist aber viel zu hardcore. Das ist übel brutal. Schon, ne? Dann macht er die Röhren und dann macht man eine Beleidigung bei ihm. Dass da halt so ein Spawn, die ja wie verwirrt. Ja, aber es geht auch um die Röhren. In unserem Level ist ja der Kern die Röhren. Ja, aber das ist zu hardcore gerade. Vielleicht die Röhren kommen später nochmal, aber nicht am Anfang direkt. Vielleicht so. Hier dann ein. Wir hatten ja gerade zwei, aber ja, okay. Macht das besser. Aber das ist, glaube ich, auch schon ziemlich schwer. Ja, also wenn du früh wieder drin bist in dem Raum, dann... Ach, dann Quatsch. Wir machen einfach ein Level, was sowieso schon für ein bisschen advanced... Ja, genau. Wir reden uns das einfach ein. Was ist das? Könnt ihr Mario wischen? Nee, dann duckt er sich. Okay. Was kann denn dieser Flügel? Den Flügel können wir halt, geflügelte. Fliegende? Also man kann aber die können da auch noch... Oh, wir machen nur. Ja, okay, wie steigern wir uns denn jetzt? Weil wir könnten jetzt die Anzahl erhöhen oder den Gegner erhöhen oder die Größe des Gegners erhöhen oder ihn fliegen lassen. Oh, nee, weißt du, was wir machen können? Richtig geile Idee. Was ja die Mario Games immer miteinander gleich machen, ist diese 4-Schritte-Regel, dass sie am Anfang mal ein Element einführen und es dann testen und so weiter und so fort. Und am Anfang des Levels, pass auf, am Anfang des Levels müsstest du eigentlich mal ein Element einführen, ohne dass du dir das was bei passieren kann. Ja. Und das heißt, wir machen hier am Anfang einfach eine Röhre oder mehrere Röhren. Genau, wo hier so eine Schlucht ist. Und die armen Gummas. Und die Gummas fallen dann runter. Und. Oh Scheiße, jetzt ist das blöd. Egal. Hier. Machen wir mal so 3 Röhren hier hin. So. Und dann packen wir alle hier Goombas rein. Aber hier drüber packen wir dann nämlich so einen Strom aus. Okay. So, warte mal. Dann machen wir das mal weg. Siehst du aber jetzt, wenn wir starten, dann sieht der Spieler schon gleich, okay, hier sind also ganz viele Röhren, wo Goombas rauskommen. Und das wird das Element später, aber kann noch nicht verletzt werden. Das heißt, ne? Und dann sollten wir, glaube ich, gleich am Anfang des Devils hier schon den Pilz rein. Weil Pilze sind am Anfang immer ganz am Anfang. Na, aber der Pilz, das soll ja, was wir da gemacht haben, ist ja entweder du nimmst den leichten Weg und kriegst den Pilz nicht, oder du stellst dich der Herausforderung der Goombas und kriegst dann den Pilz. Ja, okay, stimmt, das erklären wir dann, aber... Also du kannst ihm auch den Startbonus schon geben, da gibt's den Startbonus. Ich glaube, Startbonus hat man immer bei Mario. Also. Ja, aber was tun wir dann in die nächste Challenge, wo du es dir auch nochmal verdienen musst, oder? Das können wir als dieses machen. Also das, was du gerade gesagt hast, können wir dann weiter nach hinten schieben. Aber jetzt können wir erstmal schon, was ist denn jetzt die erste Challenge? Die erste Challenge ist einfach nur eine Auswahl. Aber eine Sache, du hast ja gesagt, das steigert sich immer. Dann können wir können ja große Gummas machen, wir können fliegen, da können wir auch große fliegende Gummas machen. Ja, glaube ich. Wollen wir ganz am Ende einen großen fliegenden machen? Ich will mal sehen, ob das geht. Das wäre richtig. Moment. Ja. Mal hier so ein bisschen Level aus. So. Ich glaube, wenn einen großen Fliegen will. Ja, da muss ich den. Das sind zwei Pilze. Oh, den okay. Verliert er ein. Also, er kann nur mittelgroße fliegen. Aber das ist auch schon cool. So, wir haben unseren Level jetzt zu Ende fertig gebaut und zum Testen des Levels haben wir uns hier einen dritten zugesorgt, unseren Mitschüler, den Max. Shalom. Er wird jetzt einmal kurz den Level für uns testen und sagen, ob er den gut findet oder nicht. Mal schauen, ob wir mit unseren Amateur-Level-Design-Kenntnissen da irgendwas reißen können. Also, mal los. Ja, schießen wir mal los, ne? Sind wir auf Start? Die erste Möglichkeit, Power abzuholen. Wir haben uns dann am Ende doch wieder Goomba, der da rauskommt. Wir haben uns am Ende doch entschieden, den Super Mario Bros. Style zu nehmen. Kommen da noch mehr oder waren das nur 3?
Nee, da kommen immer unendlich männliche Spiele raus. Wow, okay, alles klar. Ja, super. warte, lass uns die nochmal einspielen. Also wir haben ja ein etwas schwereres Level gebaut. Das soll also, ja nicht so einfach sein. Wir fangen gleich mit Level 15 an, oder? Ja. Weil wir wollen ja kein langweiliges Level. Aber du musst wirklich das benutzen, dass du mit Y schneller laufen kannst. Ich bin mir mit den Pflanzen da so unsicher. Nein, oh, jetzt schnell, schnell. Oh Gott, nein, spring! Oh Gott. Pass auf. Achso, ich kann das gleichzeitig drücken. Ja, yeah, genau. Ah, no, man, komm ich aber nicht, oder? Nee. Okay. Eins. Ah, nee, ich muss ja vermutlich nach. Ja. Ihr habt da nichts reingesteckt. Doch, warte mal, irgendwann soll da was drin sein. Wilson! Oh mein Gott. Okay, warte. Oh, geil. Und ich dachte, wir hätten den zu leicht gebaut. Lass mal Peter in die Mitte, dann will ich mal sehen, wie das Peter jetzt spielt. Okay. So, okay, also alle anscheinend nach haben wir unseren Level viel zu schwierig gestaltet für Anfänger. Und deswegen würde jetzt einer unserer Erschaffer des Levels, Peter himself, noch einmal für uns durchspielen. Okay. Ich habe ja die Skills dazu halt. Versuch First Try. Oh yeah. Ja, hast du gar nicht entdeckt hier. Guck mal, da geht's ja mit dem Zug hin. Pilz. Vielleicht hätte das ja, aber das ist ja einfach dann. Eigentlich hätte so eine Vollblume sein müssen. Die Vollblume können wir noch nicht bauen. Na? Ja. So, und jetzt ist das Timing nämlich doof. Siehst du, jetzt wartet er nämlich auf dich und dann. Jetzt komm schon. Ja. Kriegst du ihn ganz oben. Warte. Nein. Okay. Ich wollte mit dem Goomba. Okay. Ja, okay, da sehen wir es mal, ich bin einfach unfähig. So, die beiden sind anscheinend noch total vertieft ins Spiel. Ich mache schon mal die Abmoderation. Ihr wisst ja, wie es läuft. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, folgt diesem Kanal, uns bei Facebook, Google Plus und wo auch immer. Und bleibt auf dem Laufenden, es kommt demnächst immer wieder tolle neue Videos. Bis dahin, tschüss. Sagt tschüss. Tschüss. Woo. Bin ich gestorben.